Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar unschwer zu erkennen, Dune 2000. Ja, ein altes Echtzeit-Strategiespiel, wie unten schon zu sehen, aus dem Jahre 1998 von den Westwood Studios, programmiert. Gepublished, glaube ich, von irgendwem anders. Ist auch jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, das Ganze in der aktuellsten Version 1.06. Und ich habe also schon mal, ja, als Vorbereitung hier auf dieses Let's Play schon mal die Atreides-Kampagne so ein bisschen durchgezockt. Und ja, es macht Spaß. Und warum Dune 2000? Also es gibt ja ein paar Vorgänger. Also Dune 1, glaube ich, war 1990, kam, glaube ich, nur für den Amiga raus. Und das war, glaube ich, aber so ein Adventure-Spiel. Habe ich nie selber gezockt, aber Dune 2 natürlich. Aber nun möchte ich euch Dune 2 und, ja, euch und mir vor allen Dingen nicht Dune 2 antun. Warum werde ich, glaube ich, noch im Laufe der Kampagne erklären. Erstens natürlich wegen der Grafik und zweitens auch wegen der Steuerung. Und ohne lange Umschweife werden wir hier mal in Frank Herberts Universum eintauchen. Und wir starten ein neues Game. Und die Frage ist jetzt also, welche Difficulty wollen wir spielen? Hard, normal, easy, ich weiß es nicht. Also easy auf keinen Fall, normal oder hart. Auf normal habe ich die Kampagne durchgespielt und sie zieht sich doch sehr hin. Also ein paar Missionen, die also sehr, sehr lange brauchen. Und aber nichtsdestotrotz werden wir mal auf hart spielen hier. Wir wollen auch ein bisschen Herausforderungen haben, wollen mal gucken, wie das Ganze so läuft. Und ja, jetzt können wir also unsere Fraktion hier wählen, also unser Haus. Wie gesagt, die Atreides sind also so die Guten im Universum. Und die Harkonnen die Bösen. Und die Ordos gibt es eigentlich gar nicht. Zumindest nicht in den Romanvorlagen von Frank Herbert. Auf dem das ganze Universum ja sozusagen aufbaut hier. Oder der das Ganze so ein bisschen erfunden hat. Und deswegen werde ich die Ordos also nicht zocken. Die sind auch, ja, die haben auch nicht so tolle Spezialeinheiten. Sondern wir werden die Harkonnen bauen. Bauen nicht, sondern zocken. Also wir sind das The Ultimate Evil hier und dann würde ich mal sagen, wünsche ich mir und euch viel Spaß und here we go. Ja, die wollen wir natürlich Harkonnen nehmen. Arrived first. The weak Atreides will be easy. The Ordos are coming closer. So, und dann können wir jetzt hier unser erstes Gebiet wählen. So, ja, mine the spice from the Imperial Basin before the Atreides try to seize the area, execute anyone who tries to stop you, und so weiter und so fort. Also, unser Ziel sind hier, ist hier, also 2500 sogenannte Gewürzeinheiten, auf Englisch Spice, zu abzubauen. Und genau, dann gucken wir uns mal an, was wir hier haben an neuen Units. Also, wir haben also den Harvester, also den Sammler, der sammelt logischerweise das Gewürz ein. Wir haben hier also das Construction Yard. Das brauchen wir dafür, um darauf Gebäude zu errichten. Das ist auch unbedingt nötig, weil wenn wir also das Feuer nicht bauen, dann sind die angeschlagen und fressen mehr Schaden. Das ist also hier ja, unsere Hauptbasis quasi, unser Hauptgebäude. Hier haben wir die Windfalle für Energie und also sogar ein paar Ressourcendepots stellen es da. Und hier haben wir also die Raffinerie und Silos. Okay, dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal schwubbel die wubbel die in die erste Mission ein. Die sollte nicht allzu schwierig sein, auch auf hart nicht. Die ersten drei Missionen sind hier so ein paar Tutorial-Missionen. So, jetzt ist immer ein bisschen nervig, hier diesen Beton zu bauen. So, greifen wir mal die erste Einheit an schon. Ich hoffe, vom Sound her passt das so. Und wir versuchen hier, also die ersten drei Missionen, soweit ich mich erinnere, sind so, ja, mehr oder weniger Tutorial-Missionen ohne größere Schwierigkeiten. Und ab Mission 4 geht es dann richtig los. Insofern versuchen wir hier also gleich, Gas zu geben und die ersten drei Missionen vielleicht sogar schon hier im ersten Part runter zu spulen. Und hier haben wir also unsere Gewürzregionen. Und da werden wir dann halt auch einen Sammler bauen und dann werden wir also das Gewürz abbauen. Ich werde also im Laufe des Let's Plays auch immer mal wieder auf die Romane eingehen, die ich selber auch gelesen habe.
Aber das machen wir dann gleich. So, dann machen wir erstmal hier die Atreides wegbomben, damit wir hier in Ruhe sammeln können. Mal die Karte erkunden. Ihr seht schon hier, also relativ kleine Karte. Wir werden auch im Laufe der Kampagne so eine Minimap bekommen, hier rechts oben. Wo wir dann halt auch darüber navigieren können, so wie man es eigentlich klassisch kennt. So, jetzt braucht es erstmal eine Weile. Die Raffinerie kostet 1875 Euro. Warum ist die so teuer? Ich glaube, ein Sammler kostet nur 1200. Und ja, zur Information, ich habe also die Atreides-Kampagne als quasi Vorbereitung hier auf dieses Let's Play gezoggelt. Und aber auf Patch stand 1.02. Ich habe jetzt also erst gesehen, dass es da irgendwie auch eine neuere Version gibt. Also ich weiß nicht, inwieweit sie sich unterscheidet. Werden wir halt mal sehen. So. Ja, wir haben ja also drei Fraktionen, die sich so ein bisschen unterscheiden. Wir sind also das ultimative Böse und der Imperator, der diesen Krieg um Arrakis zumindest laut Romanvorlage und ich glaube auch laut Story im Spiel hier so ausgerufen hat, der steht auf unserer Seite. Ja, wir werden dann auch in Kooperation mit Schmugglern später treten und so weiter. Okay, da kriegen wir also... noch ein paar Einheiten und dann können wir hier also unseren ersten Sammler losschicken. Diese Flugzeuge können wir später auch bauen. So. Genau, dann sammeln wir da. So. Ja, mal ein paar kurze Worte zur Romanvorlage. Also es ist so, dass also dieses Universum... Oh. Dieses Dune-Universum also schon ziemlich alt ist. Von Frank Herbert, wie gesagt, dem Autor von Der Wüstenplanet. So heißt, glaube ich, der erste Teil davon. Und ich glaube, in den 50er Jahren schon. Da gibt es auch ein paar Filmchen drüber. Und ich habe also alle offiziellen Romane gelesen. Muss aber sagen, dass der erste Teil mit Abstand meiner Meinung nach der beste ist. Also es dreht sich da so ein bisschen, also auch sehr, sehr mystisch angehaucht. Es dreht sich viel also um Religion und da haben wir auch schon... So, mit S können wir übrigens die Einheiten stoppen, dann schießen sie automatisch auf den Feind. Und danach, ab Teil 2, wird es dann halt auch so ein bisschen strange und so. Hat mir nicht ganz so gut zugesagt, aber der erste Teil ist definitiv lesenswert, also für die Leseratten unter euch eine kleine Literaturempfehlung von mir. Also das ist halt auch so ein, weiß ich nicht, so ein Klassiker. Und ja, der Frank Herbert hat also so, ich glaube, 7 Romane waren es oder 6, könnte es auch nur gewesen sein, dazu geschrieben, rund um das Dune-Universum und rund um seinen Hauptcharakter, zumindest in den ersten Büchern, Paul Atreides. Und ja, das Haus Atreides bekommt also, kurz mal zur Story, weil wir hier eigentlich nicht viel zu tun haben, bekommt also in den ersten... bekommt also die Macht über quasi dieses diesen Planeten, der außer Wüste nicht viel zu bieten hat und natürlich dieses Spice. Ich glaube, das heißt auch, ich glaube, das heißt sogar direkt Spice, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist da ein Wirkstoff drin, ich glaube, der hieß Melange und der erlaubt es also quasi in die Zukunft zu sehen und das macht es also so interessant, da man ja im Weltraum also viele lange Strecken zurücklegen muss und also Gefahr läuft, gegen Asteroiden und so aufgrund der hohen Geschwindigkeit zu fliegen. Und dieses Spice erlaubt es also quasi Navigatoren in die Zukunft zu sehen und mögliche Hindernisse zu entdecken. Das macht es also so wertvoll und so unabdinglich und die Atreides bekommen also vom Herrscher des Universums also den Auftrag, hier erstmal das zu verwalten. Und die werden aber aus der Hauptstadt relativ schnell vertrieben und die Eltern vom Hauptcharakter Paul Atreides werden also, soweit ich mich noch erinnere, ermordet von den Harkonnen, vom Haus Harkonnen und dessen bösen Leader. Wir müssen wirklich noch hier ein Silo bauen. Und Paul Atreides kann halt flüchten oder wird halt irgendwie, geht halt ins Exil, also hinaus in die Wüste und trifft dort auf das einheimische Volk der Fremen. Und diese Fremen
können also aufgrund spezieller Anzüge in der Wüste überleben. Dort wird er halt aufgenommen und die glauben halt an so einen Propheten, der halt besonders auf diesem Wirkstoff, der in diesem Gewürz enthalten ist, wie gesagt, ich glaube, der hieß Melange, ja, besonders darauf abfährt, besonders dafür empfänglich ist. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und er wird danach, steigt dann halt zum Propheten auf und führt dann halt die Fremen, durch ihn erlangen die Fremen dann halt die Herrschaft über den Planeten wieder in einen kleinen blutigen Krieg. Und er wird dann halt quasi das Oberhaupt dieses Planeten. Und ich glaube, er blindet dann auch im Zuge eines Attentats. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Buch das war. Bekommt Kinder und darum dreht sich so diese ganze fortführende Story, die dann auch ein bisschen zäher wird, ohne wirkliche Spannungshöhepunkte. Aber also sehr, sehr philosophisch halt auch angehaucht das Ganze. Nicht unbedingt mein Ding, da kann man natürlich auch anderer Meinung sein. Aber das ist so eine kurze Umrandung dieser Story, damit ihr wisst, worum es sich hier eigentlich dreht. Das heißt, wir spielen hier also das ultimative Böse. Ich habe jetzt gar nicht meinen Timer gestellt. Na gut, sei es drum, dann machen wir es jetzt halt missionsweise. Schauen wir mal. Wie gesagt, so richtig interessant wird es halt erst in den späteren Missionen. So, und dann sind wir auch schon fertig hier für die erste Mission. Wie gesagt, kleine Tutorial-Mission. Wie baut man also auf diesen Betonklötzen? Und dann passt das schon. Mehr muss man hier eigentlich gar nicht wissen. Und ja, dann werde ich später noch ein bisschen was zu den Einheiten sagen. Hier haben wir einen Trike. Da haben wir halt eine ganz normale, leichte Infanterie. Kennt man, glaube ich, auch so aus Command Conquer. Es ist halt alles sehr, sehr angelehnt an Command Conquer. Ist ja auch dasselbe Entwicklungsstudio. Ohne große Besonderheiten. So, dann haben wir es auch geschafft, oder? Jawohl. Mission complete. Sehr schön. So, dann kriegen wir hier also noch unseren, ja, unsere Punktzahl. Ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Ah, wir sind jetzt also in Sandfloh. Okay. Harkonnen spread out strong forces. Ordo stole more land. Okay, gut. Dann soll's das hier auch schon gewesen sein, oder? Ach komm, wir machen noch die zweite Mission und wollen hier gleich mal hier gegen die Atreides kämpfen. Mein Englisch ist jetzt auch nicht so toll, dass ich euch jetzt hier alles übersetzen kann, Wort für Wort. Aber wir lesen es trotzdem mal vor. Also, strengthen your forces out our mining camp in the Imperial Basin. We must punish the Atreides for their insolence and teach them the consequences of opposing House Harkonnen. Na klar, machen wir. And our radar will help you find your targets. Okay. Ja, und das sind hier also immer so diese Standardmissionen, Destroy the Atreides. Mit anderen Worten, alle Gebäude und alle Einheiten sollen wir halt töten. So, ja, leichte Infanterie ist also nicht mehr als Kanonenfutter. Brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Dann haben wir hier den Trike, der ist super schnell, wie wir sehen. Speed 64, gute Erkundungseinheit, sehr gut gegen Infanterie. Gegen den Rest jetzt auch nicht so wirklich zu gebrauchen. Das ist ein Windtrap? Nee, das ist eine Barracks. Ach so. Ach ja, Voraussetzung ist die Windfalle, okay. Armor Medium, ja, das ist okay. Dann haben wir hier wieder unsere Raffinerie. Haben wir unsere Baracken. Und dann gehen wir hier einfach mal in die zweite Mission. Und der Start, wir starten also meistens immer nur mit einem Mob-Gebäude. Und dann müssen wir uns also von Grund auf aufbauen, dann bauen wir das mal dahin. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, man kann übrigens nur auf diesen Beton bauen, also auf diesen oder auf diesem Stein hier. Auf der Wüste kann man nichts bauen. Und ein Hof, da kann man im Prinzip immer nur auf ein so einem Areal bauen. Also man kann sich hier also nicht irgendwie planlos ausbreiten, sondern man braucht halt immer so ein Construction Yard, also so ein Bauhof. Damit wir halt auch auf anderen Plattformen dann bauen können. So, dann wollen wir mal gucken, wie schwierig das hier ist. Wir können ja auch mal saven zwischendurch. LP Mission 02. Okay. Ihr seht also, nach dem Saven sind die Einheiten immer ganz schnell. So, das sollte jetzt aber hier auch noch kein Problem darstellen. So, dann bauen wir... Oh, da oben haben wir also schon...
Die erste leichte feindliche Einheit. Okay, die. Ja, das können wir da hinbauen. So. Construction complete. Building. Wie gesagt, den Vorgänger Dune 2 habe ich immer sehr, sehr gerne auf. Auf dem Amiga 5, auf meinem damaligen Amiga 500 gezockt. Deswegen ist hier also auch viel Nostalgiefaktor bei. Unsere Einheiten greifen also nicht automatisch an, es sei denn, sie stehen. Wir haben also hier keinen irgendwie Angriffsmove oder sowas. Bauen wir gleich eine Raffinerie hier. Können ja mal hier unten hingehen. So, hier mal ein bisschen das Spice abbauen, wobei ihr eigentlich da oben stehen bleiben könnt. Wir können natürlich auch andere. Wir können hier auch auf Gruppe 2 legen. So. Hier ist man immer ein bisschen langsamer. Das ist so, weiß ich nicht. Das sind so spezielle Düden wahrscheinlich, sollen das darstellen. Oh, guck. Oh, das ist nicht so gut. Oh, oh, oh. Das war jetzt nicht so pralle. Ihr habt gesehen, also hier unten hat er wahrscheinlich eine Basis. Das sind gerade Flugzeuge. Die kann man später auch kaufen bzw. bauen. Und jetzt dampfen sie vor sich hin. So, dann wollen wir mal gucken hier. Machen wir die mal alle hier. Na los, komm schon hier. Wichtig ist, dass man halt immer mehrere Sammler hat, weil das Abbauen des Gewürzes halt sehr, sehr, sehr lange dauert. Was haben wir eigentlich hier für Game Speed? Ja, das ist okay. Wobei wir für die ersten Missionen auch ein bisschen flotter voranschreiten können. Ihr seht also, dann geht das hier alles auch ein bisschen schneller. So, dann bauen wir hier gleich mal dann noch eine Barracks. Construction complete. So, unsere erste Baracke. Und wir haben bis jetzt, also ich glaube, mehr kriegt man auch nicht, mehr Einheiten kann man auch nicht bauen. Oh, ihr seht schon, alter Schwede, sollten wir jetzt hier versagen. Tatsächlich. Na, da wollen wir mal ganz schnell bauen hier. Jetzt hat er uns hier ein bisschen verjagt. Also wir sehen schon, es ist schon ein bisschen härter. So, was können wir noch bauen? Eine Outpost, eine Light Factory. So, man muss hier immer. So, dann wollen wir hier gleich mal ein paar bisschen bauen. Man sieht also schon, wir haben hier also doch schon arge Probleme, möchte ich nicht sagen, aber. Ach nee, oh, da hätten wir vielleicht erstmal hier so ein Ding bauen können. Du kannst übrigens ruhig mitschießen. Ja, dann brauchen wir hier mal eine Light Factory, okay. Ja, solange die hier nacheinander ankommen, ist alles gut. Okay, so, dann bauen wir die mal da. Na, jetzt haben wir also keine Energie mehr, dann dauern die Gebäude alle ein bisschen länger zu bauen. So, dann können wir schon mal ein paar Trikes bauen hier. Oh. Na, leichte Infanterie, die kriegen die Würmer eigentlich nicht Platz. Wir safen mal, nicht, dass der unseren Wurm hier mampft. Unseren Harvester hier mampft. So. Ja, guck mal, wir können jetzt mal hier sowas bauen und dann sehen wir, aha, die ist also beschädigt. So, wo ist denn der Wurm hin? Ja, dann wollen wir, will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. So. Immer fleißig bauen hier. So, Light Factory, genau, eine Outpost wollten wir mal bauen. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Kanonenfutter, die kann man immer nach vorne stellen und dann greift der Gegner die zuerst an.
Oh, los, komm schon hier, mach hin. Wir können ja auch noch mal eine zweite bauen. Ich glaube, wir bauen da auch mal eine zweite. So, dann haben wir da oben also unsere Minimap. Müssen wir nochmal safen, nicht dass er uns hier aufmampft. Vielleicht kann ich euch das ja mal zeigen jetzt, wenn der Wurm hier zuschlägt. Macht er das in den ersten Missionen? Ja, jetzt, na. Jo, da ist er. Also, so sieht das also aus, wenn wir hier also... gehen wir da schnell zurück. So, dann bauen wir hier mal noch so ein Ding. Obwohl, nee, wir sparen mal noch auf eine Raffinerie. Ich denke, dass das sinnig ist. Der Wurm ist weg, okay. Das Spice kann sich auch so erneuern. Dann kommen da so eine, ich weiß gar nicht, sind das, ich nenne sie immer Pickel. Kommen da so eine Pickel im Sand, wenn man die angreift oder wenn man rüberfährt, dann explodieren die halt und dann ist wieder neues Spice quasi vorhanden. So, dann... Construction complete. Ah, wollten wir gar nicht. Dann brauchen wir noch eine zweite. So, dann geht das auch relativ fix hier. Und dann werden wir aber, glaube ich, noch eine Windfalle bauen müssen. Also wir werden dann in den späteren Missionen, zumindest am Anfang, dann in einer geringeren Geschwindigkeit spielen. So, jetzt läuft er hier also immer an. Okay. Dann bauen wir da noch so ein Ding. Obwohl, wir warten mal. Bis unsere nächste Raffinerie fertig ist. Wie gesagt, so ein Ding kostet also 1200, wenn ich mich nicht irre. Also, die haben die Preise jetzt im Zuge des Patches verändert. So. Dann gehen wir da unten. Dann geht das hier auch alles ein bisschen fixer. So, du bist dann auch tot, sehr schön. Klack. Und dann bauen wir noch eine Wine Trap. Hier, da haben wir so ein Ding, kann ich euch mal zeigen. Dann können wir den jetzt auch raufschießen. Zack. Beschädigt Fahrzeuge übrigens. Und das Schadensmodell hier ist auch so eine Sache für sich. Wo ist denn hier oben her? Man kann die Würmer auch vernichten. Das dauert hier mit diesen Einheiten ein bisschen länger. Safen nochmal, nicht dass der uns hier... Das wäre ärgerlich. So, dann bauen wir jetzt eigentlich nur noch... Trikes. Und, ja, was ist das Problem an dem Spiel? Natürlich wie bei allen älteren Spielen, die Wegfindung. Also das Ding hier ist hier in so ein kleines Kästchen unterteilt. Und da kann halt immer auch nur, ihr seht es hier... immer nur eine Einheit denn so stehen. Also ihr seht hier, jetzt haben wir hier also ein schönes Quadrat. Anders ist es nicht möglich. So, ich muss mal hier regelmäßig bauen. Je mehr übrigens Produktionsgebäude man hat, desto schneller bauen die. So, mal dahin. Vielleicht können wir auch so einen Wurm vernichten. Der ist dann aber leider einfach weg. Dann hätte man sich vielleicht noch eine schöne Animation einfallen lassen können. So. Ja, du brauchst ab. So, da wollen wir mal hier mit einem dann mal gucken, wo hier die Atreides sind. Da oben nicht. Man kann leider auch keine in eine Schleife setzen. Also das ist ein bisschen doof gemacht. Man muss also, wenn sobald die Einheit fertig ist, muss man also eine neue bauen. Jetzt mal auf 1 gesetzt hier. Ich weiß gar nicht, hat der überhaupt hier eine Basis? Ja, hat er. Wo ist denn die? Ah, schade. Ja, ihr seht schon, also wir brauchen hier ein bisschen was. Ja, schon mal vorrücken hier und dann mal angreifen. Dann gehen wir mal da hoch. Ich glaube, dass sie da oben waren, oder? Boah,
ist aber hier eine Geschwindigkeit da, ey. Ja, wenn man auf Stopp drückt, dann... Zack. Schießen die automatisch auf die gegnerischen Einheiten. So, und das soll es dann hier auch schon gewesen sein, oder? Oh. Man kann diesen Sprecher übrigens nicht abstellen. Dann hat man nämlich keinen Sound mehr. Also zumindest keinen Angriffssound. Und den wollen wir uns zwar nicht nehmen lassen hier. So. Übrigens, von Trümmern kriegt man also auch Schaden. Und man muss hier jede einzelne Einheit vernichten. Ah, Silos needed, okay. Unit ready. Unit ready. Komm schon, ey. Oh, seid ihr da. Ja, und das war's dann. Wie gesagt, die ersten Missionen also relativ einfach. Und ja, das soll's doch an dieser Stelle hier gewesen sein. Dann bedanke ich mich ganz artig fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, in Mission 3. Bye, bye.